So, los geht es. Neben mir hat Didier Blaschi Platz genommen und oben im Startguide Platz genommen haben Arnaud Marchand und Dominik Raschner. Raschner, der heute Morgen überraschenderweise die schnellste Qualifikation gefahren ist. Er auf Rot, Marchand auf Blau. Die von der äußeren Voraussetzung, es zieht nicht an. Vom Schnee her ist es viel kälter, das ist sehr gut für die Piste. Und Raschner wieder sehr gut unterwegs. 31 Hundertstel an Vorsprung holt er gegenüber Arnaud Marchand raus. Und das ist der Reminder von gestern, wo wir ja in einem Halbfinale Nummer 1, 2, 3 und 5 haben gesehen. Mal schauen, ob das sich heute mit den Männern bewahrheitet. Dominik Raschner im Parallelrennen bislang für seine Verhältnisse sehr erfolgreich. Seine besten beiden Weltcup-Resultate hat er in diesem Format eingefahren. Julian Rauchfuss, er wird sein Top-Resultat im Weltcup verbessern. Rang 22 ist es hier vor einem Jahr gegen Stefan Hadalin. Start bei beiden geglückt, Start heute Morgen in der Qualifikation auch bei allen Athleten geglückt. Also auch keine Probleme mehr mit den Startgates. Ja, wenn Tempo da ist, der funktionierende Ski, das ist die Voraussetzung. Oh, das ist ein sehr enges Duell. 300stel schneller Rauchfuss als Hadalin. Ja, es ist halt fast so, wenn du keine Fehler machst und sehr nah in der Quali mit den Zeiten sind gesehen, dann werden wir da noch gar ein paar ganz, wie sagt man, hauchdünne Entscheidungen gesehen. Ja, und die beiden waren sehr ähnlich schnell in der Qualifikation. 8 und 9 schnellste, Rauchfuss und Hadalin. Jetzt zwei ganz schnelle, Adrian Pertl und Alexander Schmidt. Das hier, dieses Duell, das war der kleine Final vor einem Jahr. Ausgegangen zugunsten des Deutschen links im Bild. Es sieht interessant, Männer, die haben schon fast bis zum ersten Tor dreimal gesteckt noch, während Frauen nur zweimal gesteckt noch haben. Da sehen wir schon die Explosivität, die ziemlich im Echen entwickelt über Oberkörper. Pertl leicht vorne. Wow. Mühe bei Alexander Schmid, er wird diesen Lauf nicht regelkonform beenden und damit den Maximalrückstand von einer halben Sekunde mitnehmen in den Rerun. Ich habe es gesagt, wir suchen noch so einen Spezialisten für diese Disziplin. Wenn einer, dann wäre es eigentlich der Alexander Schmid. In den letzten drei Bewerben immer im Halbfinale. Ja, das Liestal ist auch so ein Knieachsofahrer, eher ein Knieachsofahrer, der sehr schnell die Knie umkippt, um auf die Kante zu kommen. Aber es reicht eben nicht jetzt mit dem Fehler, den er macht. 15 Seconds. Und es geht Schlag auf Schlag oder eben Duell auf Duell. Cyprien Sarrazin, ich habe es gesagt, der Einzige im Starterfeld, der bereits einen solchen Parallelriesenslalom hat gewinnen können. Gegen Atlee McGrath. Atlee McGrath, wunderschön anzusehen, wie fein das er ist, nachher mit der Mandy von der Kurve den Ski freilässt. Ganz geschmeidig, keine Hochbewegung gesehen, nur die Ski flachstellter. Das ist die norwegische, ja, die Grundschulung, die in diesem Format viel machen. Und auch Sarrazin beendet den Lauf nicht regelkonform, verpasst da die letzten 4-5 Tore. Jetzt sehen wir nach diesen Hits schon die Startnummer, die halt in der Quali vorne sind, den hier halt schon der Stempel aufs Trikot. Und da hingen wir fast voraussichtlich schon der neue Sieger, was ganz sicher wieder ein neuer wird sein. Genau, Sarrazin müsste auf ihn hier eine halbe Sekunde gut machen. Und nach den Leistungen, die wir auch von Atlee McGrath
der ziemlich stolz auf seinen neuen Schnauzwuchs ist, hat er uns heute Morgen in der Qualifikation schon gezeigt. Müsste viel Zeit auf ihn, auf den Landsmann von Henry Kristoffersen, gut machen. Jetzt also, Brennsteiner gegen Kristoffersen. Brennsteiner auf seinen großen Gegner angesprochen, hat gesagt, ich werde versuchen, ihn zu ärgern. Kristoffersen gesehen, wo die drei Stocke setzt vor dem ersten Tor, nachher noch einer hinten an. Zweimal Zweiter bisher in Parallel-Riesenslaloms. Der Kristoffersen bleibt einfach tiefer, macht keine Hochbewegung, alles unten durch. Großer Vorsprung für den Norweger gegenüber dem Österreicher. Wieder hat sich der Schnellere aus der Qualifikation durchgesetzt. Und falls Sie sich fragen, ja, welchen Rang haben denn die Athleten in der Qualifikation belegt, einfach die Startnummer beachten. 14. Das war Stefan Brennsteiner. Und auf Rang 3 in der Qualifikation ist Henrik Kristoffersen gefahren. Ferdinand Hirscher natürlich mit der Riesengruppe, riesen Verlust mit Roland Leitinger. So gut wieder. Und jetzt hast du den besten Player nicht am Start. Leitinger, Zweiter in Sölden, hat sich wieder schwer am Knie verletzt. Jetzt Eric Reed gegen Alex Finat. Es wird sicher wieder so ein Hitchcock-Final geben hier. Zwei, die gleich schnell sind, ein Kohli. Sie hat einen leichten Rückstand gehabt, hat das jetzt in einem Vorsprung gewandelt. Beide Kanadier heute Morgen eher unscheinbar in die Qualifikation bzw. durch die Qualifikation gekommen. Und Eric Reed nimmt da Alex Finazzo doch 2/10 ab. Ja, nimmt jetzt in der Nummer gerecht. Also es ist wirklich jetzt unglaublich. Die 300. Entschädigung haben wir gesehen mit Nummer 8 und 9. Hier 6 und 11. Das ist mehr Abstand. 8 und 11, hier 6 und 11. Was wir jetzt eben beobachten müssen, ist, es hat schon heute Morgen die Spurrille gegeben, durch das, dass man einen Meter mehr Platz lässt und die Männer mehr Aufkantwinkel erzeugen können, mehr Dynamik, die Ski mehr deformieren. Sieht man es vom Rutsch schon heute Nachmittag, kommen die jetzt wieder raus. Die Furche, die es gilt, wirklich sauber drin zu fahren. Trevor Philp, der zweite Kanadier, gegen Linus Strasser, den dritten Deutschen. Das braucht halt das Quäntchen Geduld, den Ski da drin zu setzen und nachher zu geschehen, aber gleich dynamisch zu bleiben. Also das ist sehr schwierig, Spurrille zu fahren. Fast gleich schnell die beiden. 200stel Sekunden trennen sie am Ende. Linus Strasser, auch hier ein Parallelspezialist, allerdings damals noch auf den Slalomskis, als er die City-Events für sich entscheiden konnte. Oder den einen City-Event für sich entscheiden konnte in Stockholm. Da war es gerade schön gesehen, die Furchen, was es da langsam da gibt. Und diese Furchen gilt es jetzt eben mit dem Riesenslalom-Ski zu treffen. Ja, und die Tendenz, wenn man den Rückstand kommt, geht man ein bisschen Räder auf die Tour los und kommt halt dann quer auf die Fahrbahnrille, oder wie man dann will sagen, wir haben heute Morgen schon gesagt, dass wir nicht immer das gleiche Wort brauchen, müssen wir erst eine Alternative suchen. Der letzte Achtelfinal, First Heat, Christian Hirschbühl gegen Jean Kranietz. Hirschbühl, der Lokalmatador, der Vorarlberger, auf dem blauen Kurs. Kranietz aber bereits heute Morgen hat er einen unwiderstehlichen Eindruck gemacht. Auch jetzt wieder in Führung. Und er fährt diesen Vorsprung nach Hause bzw. über die Ziellinie. 27 Hundertstel, der Rückstand von Hirschbühl. Er ist einfach froh, hier zu sein, hat sich in einem Slalomtraining, wie er gesagt hat, das Knie beleidigt. Nach einem Schlag hat sich im rechten Knie eine Wasseransammlung gebildet, musste 12 Tage pausieren und konnte erst am Dienstag wieder auf die Ski
zurückkehren. Schön gerade der Unterschied zu sehen, eben der Riesenslalom vor, wenn er noch unten noch durchgeht. Man sieht den Cross Under, wenn Ski, er lässt nicht Ski unter dem Körper gehen. Und der Slalomfahrer, der einfach immer gerne so eine leichte Tendenz hat, noch aufzustehen, zum Entlasten. Der Riesenslalomfahrer in diesem Fall, Jean Kranietz, der Slalomfahrer Christian Hirschbühl, auch das haben wir ausgerechnet. Wir haben 7 Riesenslalom-Spezialisten, 6 Slalom-Spezialisten und 3 Beideskönner ausgemacht in diesem 16-köpfigen Finalfeld. Die ersten Resultate haben sie grafisch dargestellt bekommen. Und zu sehen werden wir bekommen die Reruns. Die ersten Entscheidungen, die ersten 8 werden ausscheiden. Die 8, die weiterkommen, werden in den Viertelfinals dann die Halbfinalisten ausmachen und so weiter und so fort. Raschner gegen Marchand. Der Vorsprung von Raschner 31 Hundertstel. Sein Gate öffnet sich also früher. Das heißt, wer unten zuerst über die Ziellinie fährt, der ist weiter. Marchand hat sich in Zinal vorbereitet für die Renno. Ja, super Start des Belgiers. Ja. Ah, jetzt scheidet er aber aus. Das ist genau bei dem, was er gesagt hat. Er fährt ein bisschen direkter auf die Tore zu. Wenn er den Körperschwerpunkt nicht schön auf die Süsse beibringt, hat er halt die Tendenz, irgendwo einen Innerski zu montieren. Aber das muss er halt eingehen. Was will er? Und die österreichischen Zuschauer freuen sich über die erste Viertelfinalqualifikation. Eingefahren in der Person von Dominik Raschner. Das ist genau, wo der Ski kippt in das kleine Loch hier drin. Es verschlägt man den Ski durch das. Instabilität im Oberkörper. Ja, und du weißt als Fahrer, dass du da jetzt wirklich in das Limit bist, wenn du jetzt so anfährst fahren. Jetzt wird der Gegner von Dominik Raschner im Viertelfinal gesucht. Der heißt entweder Julian Rauchfuss oder Stefan Hadalin. Die beiden fast gleich schnell im ersten Umgang. Jetzt Rauchfuss auf Blau, Hadalin auf Rot. Ich sehe halt auch die Bereitschaft mit der Freude. Ich glaube, eine Athletin, Ruski, jetzt hier mit den Männern Hoblut Schoners. Also die nehmen da viel mehr Risiko. Ja, jetzt 8 ins Mini. Oh. Was für eine enge Entscheidung. Stefan Hadalin setzt sich durch. Julian Rauchfuss ist ausgeschieden. Es wird dennoch das beste Weltcup-Ergebnis für den 27-jährigen Deutschen. Bislang Rang 22 eingefahren hier vor einem Jahr. Jetzt also mindestens unter den besten 16. Die Ränge 9 bis 16 dann aufgelistet nach Qualifikationszeit oder nach Zeit. Nein, so ist es richtig. Nach den Zeiten, die hier gefahren wurden. Darum können wir das zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Was wir sagen können, die nächste Entscheidung fällt zwischen Alexander Schmid und Adrian Pertl. Eine halbe Sekunde muss Alexander Schmid aufholen. Du hast ja gesehen, wo die halbe Sekunde der Penalty musst du ja schon fragen, wenn du die Einzeldisziplin nimmst. Wenn du um bist, bist du um und kannst gar nicht mehr weiterfahren. Hier einfach, ja, ist das Privileg. Und schau es dir sicher. Schau dir das an! Wow! Schmid ist vorne. Kann er das durchziehen? Nein, kann er. Oh, kann er nicht. Pertl schnellere Zeit. Aber eigentlich bei zeitgleich gilt die Zeit des zweiten Laufes. Und dann wäre ja der Schmid weiter. Der war ja im zweiten Lauf eine halbe Sekunde schneller. Du musst aber auf ihn nehmen, glaube ich. Auf Pertl musst du die Zeit nehmen und nicht auf die Laufbestzeit. Hier noch einmal die super enge Zieldurchfahrt. Thank you.
Kurze Verwirrung, glaube ich, auch bei Adrian Pertl, wer denn jetzt weiter ist. Noch einmal die Zieldurchfahrt, da war er ja, das ist ein wenig weiter vorne, also das sollte ja entscheidend sein. Genau, man sieht, man hat halt ein A und ein B zeitmäßig zwei Zielschranken, aber es wird nur eine genommen. Normalerweise ist es die obere. Alexander Schmid war schneller im Ziel, darum ist er in den Viertelfinals. Wären die beiden wirklich zeitgleich über die Ziellinie gefahren, dann hätte die Zeit im zweiten Lauf gezählt und die wäre dann beim Pertl eben langsamer gewesen als bei Alexander Schmid. So das Reglement. Ja, da sehen wir wieder die Diskussion, wo halt, hey, gestern dreimal die Starttore, die ich durchgehe, und jetzt hier die Zeitmessung, die ich mache, sind halt natürlich schon so Sachen, die... Aber das haben wir ja in einem normalen Einzel-Events, haben wir das gesehen, dass die Zeiten nicht richtig genommen werden. Und für das hat man ja eine Jury, Zeitnehmer, die die Ausbildungen haben, die das nachrechnen. Und darum haben wir auch die Zieldurchfahrt noch einmal... Fotofinish, genau. ...in der langsamsten möglichen Wiederholungsgeschwindigkeit zu sehen bekommen. Also Adrian Pertl, also ein zweiter Österreicher bereits in den Viertelfinals. Sein Gegner wird heißen Atle Lee McGrath oder Cyprien Sarrazin. Sarrazin muss das gleiche Husarenstück versuchen zu vollbringen auf diesem Kurs wie Alexander Schmid vor ihm. Dem Deutschen ist es ganz knapp nicht geglückt. Eine halbe Sekunde muss der Franzose aufholen. 15 Seconds. Von der Hand, die Schänder Sarrazin ist zu vorderst im Lockerdreh und der Atle Lee McGrath eher hinten noch. Wenn man sieht, Sarrazin probiert die Tore ein bisschen abzustechen. Ja, und der rote Kurs scheint mir doch etwas schneller zu sein. Diese Aufholjagden gelingen gänzlich auf Rot, aber auch diese klappt eben nicht in ihrer Vollständigkeit. Atle Lee McGrath ist weiter und somit haben wir im achten Rennen einen achten Sieger. Cyprien Sarrazin kann seinen Sieg von Alta Badia nicht wiederholen. Henrik Christoffersen, er mag diese Wettbewerbe nicht, hat er gesagt, und doch sei es ein großer Spaß hier zu fahren. Im letzten Jahr Finalniederlage gegen Alexis Bain-Dureau, jetzt Vorsprung gegen Stefan Brennstein. Ja, Brennstein ganz stark gestartet. Wenn der Christoffersen etwas auszeichnet, ist das, wie der solide über dem Ski steht. Ja, die beiden fast gleich auf jetzt. Boah, 200stel sind es am Ende, die Christoffersen rettet. Ich sage dir, das ist, wenn die Kurssetzungen so nah dran sind, keine grosse Schwierigkeit im Lauf drin hast. Und doch haben wir gestern einen Stiernesund gehabt, wo der Lauf mit 14 Vorsprung gewonnen hat. Also es ist mir immer nur unerklärlich, wie das gestern gemacht hat, weil hier die sind ja wirklich alle so nah aufeinander. Also 5 Viertelfinalisten haben wir bereits. 2 kommen aus Norwegen, 2 aus Österreich, einer aus Slowenien. Der nächste wird entweder aus Italien oder Kanada stammen. Auch Binazer holt auf dem roten Kurs auf. Aber Runina ist der... Also jetzt spannend. Also ich muss nachher mal die Rechnung machen. Der Rote geht oben ab in eine Rakete, aber 4-5 Tore vor dem Ziel bremst noch ein bisschen. Das ist auch mein Eindruck. Genau so.
habe ich das festgestellt. Unten dann eben der Blaue wieder mit der Möglichkeit, wieder näher ranzukommen. Und wieder haben wir hier eine zeitgleiche Messung, zumindest auf dem Fernsehmonitor. Wenn ich nach draußen schaue, auf die Großleinwand, da werden 600stel gemessen, wobei das hier nicht 600stel waren, es war hauchdünn. Und es ging aus zugunsten von Trevor Phil. Von Eric Reed, so ist es richtig. Linus Strasser jetzt gegen Trevor Phil. Das gleiche Röstlingsspiel wieder. Der Rote geht vor. Was macht der Blaue in den letzten 4-5 Toren? Wird mehr riskieren, weil er zurückliegt. Linus Strasser schafft es aber nicht mehr heran an Trevor Phil. Und so steht auch der zweite Kanadier im Viertelfinale. Und die Bilanz der Deutschen, die ist nicht allzu gut oder könnte schlechter nicht sein, währenddem wir hier noch sehen, wie Trevor Phil vor allem auch mit seinen Stöcken zu kämpfen hatte. Ja, und Tito Subšić hat es auch so verwitscht, hat aber genau der Fehler gerade ein bisschen noch zu viel aus dem Rhythmus gebracht. Und der ist Subšić, den wir alle als einen der Mitfavoriten gesehen haben, ausgeschieden. Und eben apropos ausgeschieden, alle drei Deutschen sind bereits ausgeschieden. Jetzt noch Slowenien gegen Österreich. Hat Kranjec gegen Hirschbühl. Kann Hirschbühl auf dem roten, etwas schneller wirkenden Kurs den Rückstand von 27 Hundertstel wettmachen. Es würde die Stimmung hier im Zielraum von Lech Zürs ein erstes Mal aufs Maximum treiben. Tatsächlich ist Hirschbühl dran an Kranjec. Das wäre eine große Überraschung. Hirschbühl schafft es tatsächlich! Jetzt haben wir die erste Überraschung. Christian Hirschbühl gewinnt gegen Jean Kranjec und qualifiziert sich für die Viertelfinals der Vorarlberger. Vor einem Jahr ist Christian Hirschbühl hier in den Viertelfinals noch gegen Alexander Schmid ausgeschieden. Jetzt trifft er im Viertelfinal auf Trevor Phil. Also, viel ist bereits passiert. 16 Duelle haben wir bereits gesehen und wir sehen, wer weitergekommen ist. Dominik Raschner, Stefan Hadalin, Adrian Pertl, Atle Lee McGrath und hier eingeblendet Christofferson, Reed, Philp und Hirschbühl. Spektakel geboten hier in Lech Zürs beim ersten und einzigen Parallel-Event in diesem alpinen Skiwinter. Und das hier, das sind die Viertelfinals. Jetzt reichen die Brackets auf eine Seite. Ja, allerdings reichen dann 3 Sekunden nicht, um diese darzulegen oder eben vorzulesen. Also wir haben dreimal Österreich, wir haben einmal Slowenien, zweimal Norwegen, aber das bringt alles nichts, Ihnen das darzulegen. Es geht gleich weiter. Didier Blaschi neben mir möchte noch Zeiten ausrechnen. Auch für das haben wir überhaupt keine Zeit. Es geht Schlag auf Schlag. Das erste Viertelfinalduell heißt Dominik Raschner gegen Stefan Hadalin. Raschner, so ist das richtig, auf Rot.
Das ist auf einer Art genau das Faszinierende aus Scorekeeping-Zeit. Irgendetwas auszurechnen, musst du einfach schauen. Und wir sehen, dass auch Raschner auf diesem roten Kurs vor allem oben schneller ist. Aber er war ja auch der Schnellste in der Qualifikation. Dominik Raschner geht mit einem Vorsprung in den Rerun. Genau, jetzt eben der Rerun equilibriert es eben als Ganze. Das war eine starke Kurve gesehen, sofort umgelegt drauf. Und um die Anzahl Athleten bezüglich Nationen noch nachzuliefern. Drei Österreicher. Mitunter Adrian Pertl, zwei Norweger, mitunter Atle Lee McGrath, zwei Kanadier und ein Slowene sind noch mit dabei. Also noch vier Nationen unter den besten acht. Pertl gegen McGrath, was für ein Duell. Der zweite Österreicher holt sich einen Vorsprung heraus. Auch der zweite Österreicher ist auf dem roten Kurs gefahren. Und die Personen da in den blauen Jacken, das ist übrigens der persönliche, oder die sind der persönliche Fanclub von Adrian Pertl. Angereist aus Kärnten, um ihn in Aktion zu sehen. Wunderschön die Cross an der Ski unter dem Körper drunter durchgehen und so früh wie möglich wieder das Aussenbein probieren zu belasten, dass man wieder in die Biegelinie vom Ski gehen kann. Das Hüpfen da sieht zwar explosiv auf, aber er geht die Energie halt in die Luft. Die Energie sollte eigentlich nach vorne gehen, zum nächsten Tor hin. Und sie gehen gleich weiter zum Sessellift, der braucht so circa handgemessene 15 Sekunden. Ah nein, werden sogar nach oben gefahren. Aber der Sessellift würde nicht allzu viel länger dauern. Gleich neben der Piste und genauso lang wie eben die Parallelpiste. Jetzt aber ab den Viertelfinals müssen die Athleten auch wieder schneller oben bereit sein. Darum der persönliche Taxiservice. Jetzt fängst du die Tore an von Keilo. Will nicht der Hechte Natalia so dranbrätschen an die Stange. Man muss im Weltcup geht man genau das gleiche Loch wieder drin. Fissniveau tut man da ein bisschen kulanter und die Tore sogar 5-6 cm tiefer setzen, leicht frei. Aber im Weltcup muss das Tor genau gleich Ort drin. Da können sie da bis 4 Keile eingekämmert werden. Henry Christoffers. Sein nächster Gegner kommt aus Kanada. Heißt Eric Reed. 30 Seconds. Da haben wir den mitunter oder mittlerweile 30-jährigen Kanadier. Das hier der 27-jährige Norweger. Red cars ready. Blue cars ready. Attention. Es ist eine unterschiedliche Position. Guter Start von Christoffersen. Christoffersen dreimal angegeben. Wir müssen fast die 27 Hundertstel als Referenz nehmen. In etwa. Ja, da verliert er ein wenig mehr.
Rund 2 Zehntel an Vorsprung nimmt er mit in den Rerun, den er dann auf dem blauen Kurs bestreiten muss. Jetzt haben wir muss. 29, 27, 22, wo der blaue Kurs langsamer war. Darum der Rerun, der wieder ausgleichen. Und so soll es ja auch sein. Wenn man es nicht schafft, beide Läufe gleich zu bekommen, muss man natürlich über diese Strategie gehen. Das ist klar. Das Problem an der WM war ja, dass der herausgefahrene Vorsprung auf dem schnelleren Kurs eben größer gewesen wäre als die halbe Sekunde. Das ist hier nicht der Fall, auch wenn wir hier immer mehr bemerken, dass der rote Kurs etwas schneller ist. 4. und letzter Viertelfinal. Österreich gegen Kanada. Christian Hirschbühl gegen Trevor Phillip. 15 Seconds. Trevor Phillip zum ersten Mal in einem Viertelfinal mit dabei. Hirschbühl bereits vor einem Jahr hier in Lech im Viertelfinal, damals ausgeschieden gegen Alexander Schmid. Beide sehr einen ähnlichen Stil. Ja, es sind die 2 Zehntelmeter, nicht verlieren. Hirschbühl verliert 26 Hundertstel. Ja, jetzt haben wir 4 Rückstände gemessen und alle liegen innerhalb von 7 Hundertstel Sekunden. Noch einmal die Startvorbereitungen von Trevor Phillip. Und wie ich höre, steht ein Österreicher unten bei Annette Fetscherin bereit, Stefan Brennsteiner. Stefan Brennsteiner, ganz, ganz wenig hat gefehlt, nur 2 Hundertstel. Kann man überhaupt erklären, wo man die am Ende verloren hat? Ich glaube, es findet jeder in seine Läufe. Ich habe es bestimmt am ersten Lauf verloren. Da bin ich nicht gut Ski gefahren, leider. Habe ich ein bisschen... war ein bisschen drüber, bin gerade aufs Tor hingefahren, gleich aufs dritte und nachher ein bisschen nicht mehr dabei. Sind die beiden Kurse jetzt noch gleich schnell? Was ist Ihr Eindruck? Ja, tendenziell, glaube ich, ist der Rote ein bisschen schneller. Man fährt sowieso auf beide Läufe, von dem her ist es nicht so schlimm. Aber vor allem im Mittelteil, Ausfahrt aus dem Steilhang, glaube ich, so wie ich das Empfinden gehabt habe, brutal viel aufholen können auf den Henrik. Dankeschön. Gerne. Also erste Eindrücke von einem Ausgeschiedenen von Stefan Brennsteiner. Und es geht wieder gleich weiter. Also Zeit zum Durchatmen bekommen wir hier nicht. Bei uns ist das aber auch nicht minder schlimm. Die Athleten müssen ja wieder bereit sein. Und so macht sich Dominik Raschner, der Schnellste der Qualifikation, bereit für das zweite Duell mit Stefan Hadalin. Adalin 9 schnellster in der Qualifikation, jetzt auf dem von Brennsteiner bestätigten etwas schnelleren roten Kurs. Sein Rückstand 29 Hundertstel. Blue cars ready. Attention. Zum ersten Mal also die Frage, schafft es der Mann auf dem roten Kurs den Rückstand wettzumachen? Ja, Hadalin muss es gleich machen wie seine Lanzenfreude, das Locker, das gestern gewonnen hat. Der andere Slowene, Jan Kranjec, ist bereits ausgeschieden und in diesem Moment scheidet auch Stefan Hadalin aus. Und so heißt der erste Halbfinalist hier, Dominik Raschner. Oh, Schuss rechts. Recht, Leute, man kann den ganzen Schneeblock nimmt er da mit. Ja, gesehen, es kommt leicht Kälte drin. Bist du mit Salz präpariert worden? Die Boys fahren mit so viel Druck. Sag's ihm vorher, wenn er sich sicher. Sie müssen da wirklich den Schnee wegspritzen.
vor einer Woche ja noch gar kein Schnee hier. Ja. Einzig dank des Schneedepots und der tiefen Temperaturen zu Wochenstart konnte hier diese Piste mit Schnee bedeckt und dann auch künstlich beschneit werden. Und den Schnee, den Sie neben der Piste sehen, der ist gänzlich erst in den letzten beiden Tagen gefallen. Wir sind im Herbst hier angekommen und reisen im Winter wieder nach Hause. Zuerst bekommen wir aber noch die Entscheidung in diesem Rennen zu sehen. Nächstes Duell, Pertl gegen McGrath. Rückstand für McGrath, 27 Hundertstel. Bekommen die einheimischen Fans einen rein österreichischen Halbfinal zu sehen? Fragezeichen. Er hat schon langsam die Piste markiert, also jetzt von Zavalido. Der McGrath ist schon sehr stark. Oh, auch bei ihm wird es allerdings eng da unten. McGrath schafft es dennoch, steht im Halbfinal. Ja, und hat 38 Hundertstel aufgeholt. Also. Er hat schon in der Qualifikation einen wahnsinnig guten Eindruck gemacht. Ja, der ist wichtig. Das ist wichtig, genau. Der kongeniale Skizwilling von Lukas Broten, der leider auf dieses Rennen verzichtet hier. Auch für ihn ist es, für Atlee McGrath, erst das zweite Rennen seit seiner Verletzung, die er sich im Riesenslalom von Adelboden zugezogen hat. Er habe davon geträumt, endlich wieder vor Fans am Start zu stehen. Jetzt steht er auch im Halbfinale. Da ist der Andi Bülacher nicht zufrieden. Ja, ey, kannst dich einmal freuen und halt einmal musst du halt, kannst nicht gerade 100% immer haben, gell? Ein Österreicher steht im Halbfinale in der Person von Dominik Raschner, Adrian Pertl ausgeschieden und Atlee McGrath wie immer locker drauf. Und er soll sich definitiv Haferbeking, ein Favorit im Team-Event. Die Norweger. Die Norweger, definitiv. Genau, in Peking, an den Olympischen Spielen, dann nicht ein Einzelbewerb im Parallel, sondern dann eben ein Teamwettbewerb. Tipptopp, pendelt ihn dran an den Ski, dass der Belag nicht verkratzt, so muss sein. Und dann geht es da wieder hoch zum Start. Und etwas ruhiger ist es beim blau gekleideten Fanclub von Adrian Pertl geworden. Sie werden ihren Liebling aber noch einmal zu sehen bekommen, werden doch die Ränge 5 bis 8 ebenfalls ausgefahren. Henrik Christoffersen. Ja, er hat den kleinsten Vorsprung von allen 4 Viertelfinals. 22 Hundertstel auf Eric Reed. Da haben wir den Kanadier. Spannend, der Dümo-Schoner geht der Bord langsam in einen Slalom-Schoner rein. Das ist also ein Achtelbanane, was da dran haben. 30 Seconds! Das dann bereits die letzten Viertelfinalisten. Christian Hirschbühl. Jetzt geht es aber darum, wer dritter Halbfinalist wird, nach Dominik Raschner und Atlee McGrath. Folgt ein zweiter Norweger oder kommt ein Kanadier unter die letzten 4? Die, die hoch stehen, eher vorne im Griff, die, die tief stehen, eher hinten im Griff. Wild entschlossen, Henrik Christoffersen, zweimal bereits Zweiter in einem solchen Bewerb. Kurze Unsicherheit. Ob der Reed fast mit dem Innerski. Und das Drittletztor. Das Drittletztor im Roten, das ist ein heißer. Beide entscheiden sich für volles Risiko. Es bleibt keine andere Wahl und Henrik Christoffersen setzt sich durch. 1200stel verliert er auf dem etwas langsameren Kurs und so bleibt eine Zehntelsekunde. Ja, der Reed hat gerade eine kleine Schrecksekunde gehabt. Hm. Ja, die Spurrillen sind mittlerweile komplett weg. Die sind jetzt eher in den Krater ausgewichen.
So, der Halbfinalgegner von Henrik Christoffersen wird gesucht. Heißt entweder Christian Hirschbühl oder Trevor Phil. Hirschbühl mit einem Rückstand von 26 Hundertstel Sekunde. Sieht beide ein bisschen gleich Fahrstil. Trevor Phil Blais sehr stark für die Hintern am Brie. Oh, beide gleich auf. Jetzt hier spielt etwas vorne. Oh, es ist hier Spiel. Ja, er mit der Nummer 15 definitiv der Überraschungsmann. Und so haben wir zweimal dasselbe Duell im Halbfinale. Zweimal heißt das Duell Norwegen gegen Österreich, wenn es denn um die beiden Plätze im großen Final geht. Er wird da mit dabei sein, Christian Hirschbühl. Bis es soweit ist, machen wir zuerst eine kurze Pause. Aus Norwegen. Mittlerweile ist es Nacht geworden hier, also Flutlicht, die Flutlichtmasten, ja ein politisches, heikles Thema hier. Ja, und ja, das ist interessant, es ist ein Kameramann, der Werner Meyer, der ist noch hingewiesen, dass das nicht nur Kunstlicht ist, sondern auch noch ein anderes Licht. Naturlicht. Okay, und die Begründung ist noch spannend, also mit den Faltern, also das finde ich sehr interessant. Genau, mit diesen Faltern meint er Tiere, die von gänzlich künstlichem Licht dann verwirrt gewesen wären und deswegen eben sich falsch oder der Natur widersprechend verhalten hätten. Und darum war es ein politischer Einwand und dann auch einer, dem Recht gegeben wurde. Und so wurde eben auch noch Naturlicht in diese Lichtmasten eingebaut, damit die Falter, wie du gesagt hast, nicht verwirrt werden. Ich sehe, die Kameramänner vom Schweizer Fernsehen sind sehr bewandert. Oder eben Lokalmatadoren in der Person von Werner Meyer. Hat sich sehr gefreut, dass wir uns hier sehr wohl gefühlt haben. Ich habe meinen obligat Kaiserschmarrn auch schon gehabt. Bevor du das erste Wort auf dem Sender gesagt hast. Also es dauert jetzt natürlich eine kleine Weile, bis sich die Athleten wieder oben bereit gemacht haben für die Halbfinals. Falls sie sich später zugeschaltet haben und denken, warum ist denn hier kein Schweizer mit dabei? Ja, das liegt zum einen daran, dass drei Hochkaräter auf dieses Rennen verzichtet haben. Marco Odermatt, Justin Murisier und Loic Meyer befinden sich bereits in Nordamerika, bereiten sich da auf die ersten Speedrennen der Saison vor. Und die anderen sechs gestarteten Schweizer sind allesamt heute Morgen in der Qualifikation gescheitert. Am knappsten um eine Zehntelsekunde Gino Caviezel, er am Ende auf Rang 20 und nur die besten 16 kommen eben hier ins Finale. In diesem bekommen wir als nächstes diese beiden Duelle zu sehen. Es geht hier um die Plätze 5 bis 8. Und hier geht es um die Ränge 1 bis 4. Zweimal Österreich und zweimal Norwegen noch vertreten. Und dass die Schweizer nicht vertreten sind in einem 16er-Feld, das hat es in den bisherigen 7 gefahrenen Parallel-Riesenslaloms seit 2015 noch nie gegeben. Mehr noch, immer war mindestens ein Schweizer mit dabei in den Viertelfinals. Eine aus Schweizer Sicht unschöne Premiere hier also in Lech Zürs. 15 Seconds. Red cars ready. Blue cars ready. Das erste Duell von Viertelfinalverlierern heißt Adrian Pertl gegen Stefan Hadalin. Sicherlich von den äußeren Verhältnissen, sagen Sie so vom Wetter, Wind, Schnee, Nebel, wenn jetzt daher optimale Bedingungen. Gestern noch dichter Schneefall oder fast Schneeregen. Jetzt sehen wir zwischen 2 und 3 Zehntel der Rotkurs. Da
Das hier ist der maximale Rückstand, der gemessen werden kann. Eine halbe Sekunde verliert Adrian Pertl. Es ist natürlich immer eine grundsätzliche Frage, wenn jetzt eben da nicht mehr drin bist im grossen Ritfer auf das Podest, wie viel Risiko bist du noch bereit einzugehen? Ich habe gestern mit der Freude mit ein paar gesehen. Das ist schon legitim, weil ein Event, das ist das, was man immer sagt, mit einem Event, ja, dann wirst du keine Hierarchie aufbauen, wer ist der Beste auf der Welt, du wirst als Training animieren, obwohl die Form wird im Training ziemlich viel gebraucht. Aber eben, weil du aus der Trainingsform eine Rennform machen, das sind sicher grundsätzliche Überlegungen, wo jetzt der Council sich da stellen muss. Es war sicher ein gelungener Event gewesen, bis jetzt. Obwohl das jetzt schon optisch nicht so sauber aussieht, aber wir haben den Rieren drin. 15 Sekunden! Das kanadische Duell. Philp gegen Reed. Das drittletzte Tor, da haben wir vorher schon einen zu Boden gesehen. Das ist im roten Kurs, das können wir schauen, wir werden es beobachten, was da abgeht. Das ist tückisch, tückisch das drittletzte Tor. Stefan Hadalin ist da bereits zu Boden gegangen. Ich sehe genau, ich habe jetzt direkt drin gefahren, fährt über die Spur, rillen die Furche, wie man dann will sagen, drüber. Die Piste zu schulden, das war jetzt ein Fahrfehler. Von Eric Reed. Siehst du die Spuren noch da im Ziel? Wenn man heute Morgen einen hatte, der hat falsche Ziele vorverwischt. Das war schon lustig. Also, jetzt geht es um die Entscheidung. Halbfinals hier in Lech-Zürs in diesem Parallel-Event. Der erste Halbfinal heißt Dominik Graschner. Er war der Schnellste in der Qualifikation. Er trifft auf Atle Lee McGrath. Er der Viertschnellste. Sie sind ihren Nummern also gerecht geworden. Zu Recht im Tableau nach vorne gestoßen. Jetzt geht es ein erstes Mal um den Finaleinzug. Graschner auf Rot, McGrath auf Blau. Er war nicht gerade top vom Atli, da vor dem Flachen, da zu viel weggemacht, jetzt muss er gerade mal wegfahren. Dann ist es extrem schwierig, wieder in den Rhythmus zu kommen und so wird eben diese halbe Sekunde gestoppt. Gute Ausgangslage für Dominik Graschner, hier gar in den Final vorzustoßen. Wir haben ja gesagt, es gibt noch nicht diesen Spezialisten für eben diesen Bewerb, aber der Dominik Graschner hat seine besten beiden Resultate im Weltcup. Es sind dies ein 9. und ein 11. Rang, beide in eben einem solchen Parallel-Event eingefahren. Das ist noch interessant gewesen, gestern das Lockhart, Siegerin, die da gesagt, also ich hätte nicht genau gewusst, was ich da erwarte. Wenn sie aber daneben gesehen hätte, dass da jemand Sieger, das hätte ich noch gerade das wie motiviert. Und es gibt andere Athleten, die stresst das, wenn der Nebel irgendwo so einen umeinander turnt. Das Logo von Henrik Kristoffersen, der macht sich oben rechts bereit. Oben links sein Halbfinalgegner, Christian Hirschbühl. Da haben wir den Vorarlberger, den Lokalmatador. Bei Kristoffersen immer so die Gefahr, dass das Startgate schon zu Bruche geht, bevor er überhaupt starten muss. Christopher schon immer dreimal lagen mit dem Steckner.
Ja, die Coolness bleibt auf dem Blau und Weiß. So, hey, das, ich muss einfach den Vorsprung nicht, den Rückstand nicht zu gross werden. Ja, das könnte aber dann doch auch wieder diese halbe Sekunde sein. Und so ist es. Christoffersen übrigens der drittschnellste der Qualifikation. Also auch er wurde seiner Qualifikationszeit gerecht. Die einzige Überraschung in diesem Halbfinalfeld heißt Christian Hirschbühl, der Jan Kranjec hat eliminieren können. Ja, das ist ein müdes Sport, ja. Der Hirschbühl. Mitunter ein erster Grund für die Verspätung im Ziel dann. Interessant für mich, wie du das beobachtest. Hey Marco, was ein bisschen dominanter scheint hinter dann. Drei Fahrer von vier, die auf dem Produkt fahren. Salz und Schnee, das haben wir in den letzten Jahren schon ein bisschen gehabt. Und Henrik Christoffersen steht vor seiner nächsten Finalqualifikation. Er der einzige Athlet, der in diesen sieben bisher ausgetragenen Rennen bereits zweimal im Final stand, hat aber noch nie gewinnen können. Zuletzt vor einem Jahr Alexis Peintureau unterlegen hier in Lech-Zürs. Und gegen diesen Peintureau ist er dann auch heute Morgen in der Qualifikation gefahren. Und wir hatten so das Gefühl, er war ähnlich perplex, als der Franzose die letzten Tore verpasst hatte und damit ausgeschieden war. Ja, das ist das Format halt, wenn du so wenig Trennschärfe hast. Jetzt hast du natürlich hier von der Pisto, ja, die ist jetzt markiert. Jetzt gibt es ein bisschen mehr die Qualifikationspisto. Die können jetzt ihre Klasse ein bisschen besser ausspielen, weil es halt mehr Kompetenzen braucht, mit der Pisto umzugehen. Aber dass der Pentero heute, das ist glaube ich eher selber euch überrascht gesehen. Ich habe der Fabian Münje, der Trainer, habe ich gesehen, habe noch, kann noch nicht der ansprechen. Oder so direkt mit der Board ins Haus habe ich den kleinen nicht wollen. Der letzte Auftritt von Adrian Pertl. Es geht, nein, der zweitletzte, der drittletzte. Es werden ja alle Ränge ausgefahren. So, jetzt habe ich wieder die Übersicht. Ist ja in Diskussion eben ausgefahren. Die Breaks wären einfach viel größer, wenn es die nicht dürfte fahren. Also ich möchte, das ist ein guter Lückenfüller. Immer mit dem Vorzeichen, wie viel Leistungsbereitschaft hast du noch. Und vielleicht bekommen wir ein erstes Indiz, ob es möglich ist, auf dem roten Kurs eine halbe Sekunde aufzuholen. Hadalin hat den Vorsprung, Pertl muss aufholen. Und schau dir das an. Das drittletzte Tor. Pertl ist bereits vorne. Keine Probleme bei diesem drittletzten Tor. Pertl qualifiziert sich für das Rennen. Um Rang 5. Also jetzt sind wir dann schon wieder ähnlich nahe bei dieser Problematik, die wir im WM-Rennen hatten. Was eben nicht passieren sollte. Du musst es natürlich auch fahren, gell? Wir wissen es nicht vom Hadalin. Natürlich. Aber die Tendenz zeigt schon in diese Richtung. Das Problem ist jetzt die, sagen wir so, die Zerstörung von der Pisto von Blau auf Rot, ob jetzt das mit langen, mit anhaltendem Renno schlimmer wird. Das scheint es zu werden. In der vorletzten Runde die Unterschiede so bei 2 bis 3 Zehnteln. Jetzt liegen sie halt eben bei dieser halben Sekunde. Der Pertl hat jetzt 61 Hundertstel aufgeholt. Wir wissen nicht, wie viel Hadalin eigentlich herausgefahren hat im ersten Run. Es wurden halt eben nur die maximalen 50 Hundertstel dann gemessen oder eben gewertet. 15 Seconds. Red Cars ready. Zweite Edition des innerkanadischen Duells zwischen Reed und Philp. Und jetzt bekommen wir einen zweiten Hinweis. Trevor Philp muss eine halbe Sekunde aufholen. Nein, hier ist es umgekehrt. Da ist ja der Reed auf dem roten Kurs ausgeschieden. Das hier sollte also unseren Berechnungen nach ein ganz klares Duell werden. Wisst ihr, das drittletzte Tor, man wirklich sauber muss fahren, die ziehen. Keine Probleme für Trevor Philp.
eher 1900stel schneller als Eric Reed, aber auch nicht mit dem letzten Risiko unterwegs. Wird um die Ränge 5 und 6 fahren. Er hat jetzt Anspannung, müssen sogar ohne Handschuhe drin. Tritt und nur mit Handhandschuhe. Raus hat er sie selber. Der Beißschutz. So, wir kommen zu den Halbfinalentscheidungen. Zweimal Norwegen gegen Österreich, einmal Norwegen mit Vorsprung, einmal Österreich mit Vorsprung. Als erstes wird er hier, Atle Lee McGrath, versuchen, eine halbe Sekunde Rückstand auf Dominik Raschner gut zu machen. Ist dem Norweger eigentlich zuzutrauen? Aber das Nummer 1 ist natürlich schon ein Wankenwitz, gell? Die Nummer 4 aber auch nicht allzu hoch. Also McGrath auf Rot, Raschner auf Blau. Sicher drauf. Ja, McGrath ist schon gleich auf. Wie meistert er das drittletzte Tor? Das eben nicht, scheidet aus, Raschner im Final. Adi, du entwickelst dich langsam zum Experten. Das ist deine Aufgabe. Und dabei belassen wir das dann auch. Ich kann dir sagen, dass das natürlich das erste Weltcup-Podest wird für Dominik Raschner. Atle Lee McGrath hat noch immer die Möglichkeit, seinen zweiten Podestplatz einzufahren. Er wird ja dann im kleinen Final wieder zu sehen sein. Ich bin einfach immer noch überrascht, dass immer noch das Zielband sein muss, ein drittletztes Tor. Das finde ich wirklich für die Zuschauer etwas Vermessens, dass es immer noch so ist. Das wichtigste Tor vom Rennen ist einfach hinter der Zielplane. Genau, du meinst, das ist für die Zuschauer gar nicht richtig sichtbar, weil eben der Zielbogen da genau im Sichtfeld steht. Da sehen sie ihn einfach dann unten rausrutschen kommen. Also, gesucht wird der Finalgegner von Dominik Raschner. Heißt er Henrik Kristoffersen? Oder kommt es zum rein österreichischen Duell Raschner gegen Hirschbühl? Sagen wir wieder, das Nummer 3 ist ein Bank. Der Rückstand von Hirschbühl. 15, eine halbe Sekunde, der maximal mögliche Rückstand. Auch für Christian Hirschbühl wäre es natürlich der erste Podestplatz im Weltcup. Für Henrik Kristoffersen wäre es die dritte Finalteilnahme bei einem Parallel-Riesenslalom. 15 Seconds. Red car's ready. Blue car's ready. Attention. Kristoffersen auf Blau, Hirschbühl auf Rot. Und jetzt ist es richtig laut hier in Lech-Zürs. Der Lokalmatador gegen den Topfavoriten. Da sind ja, sie schon wieder gleich auf. Hirschbühl meistert das drittletzte Tor. Hirschbühl im Final gegen seinen Landsmann Raschner. Das ist aus österreichischer Sicht zwar der Traumfinal, aber er muss doch hinterfragt werden. 68 Hundertstel schneller. Der rote Kurs ist jetzt viel, viel schneller als der blaue. Und es war den Veranstaltern keineswegs zu wünschen.
Es war im Vorfeld aber etliche Male diskutiert worden, ob eben diese 0,5 Sekunden Grenze hätte aus dem Klassement gestrichen werden sollen. Also wir zwei sind da einer Meinung, gell, Adi? Wir müssen den Penalty aufheben. Sogar eine brutalere Variante ist, wenn man sagt, wenn du raus bist, bist du einfach raus, fertig. Wie in einer normalen Disziplin. Genau. Also man sieht jetzt, es ist nicht die Kurssetzung das Problem, es ist die Degradation von der Piste, die einfach auf dem roten Kurs weniger stark stattgefunden hat, über die letzten Fahrten, wie der blaue. Und vielleicht noch einmal der Ärger von Christoffersen, aus unserer Sicht verständlich zur Erklärung. Diese halbe Sekunde wurde eingeführt, falls ein Athlet ausscheidet, damit die Spannung für den zweiten Lauf eben erhalten bleibt. Wir sind der Meinung, scheidet einer aus, ist er draußen. Genau. Ist ja auch so in einem Slalom, in einem Riesenslalom, in der Abfahrt überall. Aber jetzt der Hirschbühl ist nicht ausgeschieden, aber er hatte mehr Rückstand als 5 Zehntel. Genau. Das ist jetzt eigentlich in meinen Augen, hinge da der effektive Rückstand Geltung gemacht werden und dann wäre es knapper geworden. Ist jetzt eigentlich der Christofferson um die, ich weiß nicht, 1 Zehntel, 2 Zehntel, 3 Zehntel betrogen worden. Und das war genau das Problem an den Weltmeisterschaften in Cortina. Also, wird es morgen wieder in den Zeitungen etwas zu lesen geben. Heute bereits im Sportpanorama ein großes Thema, diese Parallelbewerbe. Wir machen noch ganz kurz eine Pause und sind dann zurück in eben diesem Parallel-Event bei der Entscheidung hier in Lechzürs. Ecke mit Raiffeisen Rio. Schneesport auf SRF mit Raiffeisen und den weiteren Sponsoren. Das hier die Namen, die noch mit dabei sein, die noch mit dabei sind. So, jetzt bin ich auch wieder bereit und dabei nach der Pause, wenn es um die Ränge 8 bis 5 geht. Und die nächsten vier Namen, die wir zu sehen bekommen, werden die Plätze 4 bis 1 ausfahren. Wir haben ein norwegisches Duell um Rang 3. Wir haben ein rein österreichisches Duell um den Sieg hier in Lechzürs. Ja, es gibt ja heute noch den Snowboard-Parallel und die Pro-Am-Tour und haben zwei verschiedene Werte, die sie schaffen. Also im Snowboard ist 4% von der, das habe ich gestern mal ausgerechnet, das ist 0,8 Sibu wäre das, der Penalty, was es gibt, also der maximale Rückstand, den man hat, dann wäre es ja plus minus Dakor. Und die Pro-Am, die haben 0,3 pro Tor, da wäre es 0,48. Also es ist ja wieder gerade, wir haben viel gerechnet in den letzten Tagen. Abschaffen, fertig. Nicht nur etwas mehr im Reglement haben, das eh... Und das ist jetzt die Schlussrechnung, die wir mit diesen Erfahrungen eben leider ein weiteres Mal nach dem WM-Rennen in Cortina hier in Lechzürs machen. Nichtsdestotrotz werden die Ränge 1 bis 8 natürlich noch ausgefahren. Um Rang 7 geht es im Duell Eric Reed gegen Stefan Hadalin. Das war ein enges Duell, weil Hadalin unten auch Probleme bekundet hatte. Rund 2 Zehntel an Vorsprung nimmt er mit. Spektakulär. Es sind schon Künstler. Ja, die Bilder wären ja schon sehr schön. Sehr schön. Und auch spektakulär und einfach verständlich für die Zuschauer. Wer zuerst unten ist, der gewinnt. Aber eben dann die Verwirklichung dieser Idee. Ja, im österreichischen Finale ist ja nicht gerade, das sieht man jeden Tag. Also für das Publikum hier, weil ja sehr zahlreich ist. Und schon lange da ist. Ja, genau. Ausgeharrt hat seit der Qualifikation am Morgen. Für die hat sich die Reise immerhin gelohnt. Und wir sehen noch einmal den leuchtgrünen Zahnschutz von Trevor Philp. Er trifft auf den dritten Österreicher, der es bis in die Viertelfinals geschafft hat, auf Adrian Pertl. Red cars ready. Blue cars ready. Attention. Attention.
Und auch diesem Pertl wird da der letzte Streckenabschnitt auf Rot zum Verhängnis. Trevor Philp wird die halbe Sekunde Vorsprung auf den Roten, auf den schnelleren Kurs mitnehmen. Und ist damit kurz zuvor auf, oder kurz davor, auf Rang 5 zu fahren. Das wäre dann die Egalisierung seines bisher besten Weltcup-Ergebnisses eingefahren. Bislang in der Kombination von Bansko 2019. So, erstmals geht es um Rang 3 und erstmals geht es um Rang 1. Erstmals heißt das Duell Norwegen gegen Norwegen. Für mich wird es noch spannend, Hit und Heimfahrt. Ich gehe mit Jojo Roden, fahre ich heim ins Wallis. Also, da werden wir sicher ernsthaft darüber diskutieren, was da Hit und gelaufen ist. Der Schweizer mittlerweile im Trainerstab von ihm hier, von Henrik Christoffersen. Und Christoffersen ist wieder zuerst, nein, jetzt ist er zuerst auf dem blauen Kurs. Auf dem roten Kurs Atle Lee McGrath, sein 6 Jahre jüngerer Landsmann. Keine Probleme unten für ihn. McGrath holt 42 Hundertstel raus. Es wäre für ihn der zweite Podestplatz in seiner noch jungen Karriere, nachdem er im letzten Jahr in Alta Badia in einem Spezialriesenslalom Zweiter geworden ist, bevor er sich dann beim nächsten Einsatz in Adelboden so schwer am Knie verletzt hatte, dass die Saison zu Ende war. Ja, und ich vermisse Christoffersen einfach als Vorbild, wenn die Piste so markiert und so ist. Weil der sich da jedes Mal reinlegt, hat schon so Rennen, das ist, da ist er immer einer der Favoriten. Wenn es auf den Macho zieht er sein Ding durch. Und du hast die Norweger als Favoriten für die Olympiamedaille angesprochen. Gestern 2 Norwegerinnen auf dem Podest, jetzt wieder 2 Norweger unter den besten 4. Die Wettquote wird wohl nicht allzu gut sein, falls du jetzt noch Geld setzen würdest. Das gestern so gesehen, ich bin kein Glücksspieler. Ich habe nie Glück mit dem. Das wäre dann ja auch Fachwissen und nicht mehr Glück. So, Österreich gegen Österreich zum ersten Mal im Finale. Christian Hirschbühl gegen Dominik Raschner. Vorarlberg links gegen Tirol rechts. Erwartungsgemäß, leider muss man sagen, der Mann auf der roten Piste schneller unterwegs. Raschner holt sich den maximalen Vorsprung und es wäre wieder mehr als 50 gewesen, oder? Ja, es ist leider so. Also jetzt, wenn das hier das Rennen noch kippt, im zweiten läuft, also sind wir mal nicht spekulativ tätig und dem wirklich das schöne Event noch abwarten, weil... Ja, aber was auch ärgerlich ist, ist, dass der Schnellere der Qualifikation, auch wie in Cortina, wiederum der Benachteiligte ist in diesem Fall. Raschner könnte er wählen, würde er ganz sicher zuerst auf dem blauen Kurs fahren. Das ist jetzt im Snowboard, ist das so? Da kann der mit der Hecheren, also mit der tieferen Nummer... Die hat er sich ja auch verdient, diese tiefere Nummer. Die haben neue Singlerande nachher, natürlich, die machen nur einen Lauf. Genau, aber hier wäre es ja immerhin eine Möglichkeit, dann dem in der Qualifikation schneller Gefahrenen diesen Vorsprung oder eben diesen Vorteil zu gewähren. Dann hätte sich Raschner als Qualifikationsschnellsten ganz sicher dafür entschieden, zuerst auf dem langsameren Kurs zu fahren und nur diese 50 Hundertstel an Rückstand einzuhandeln. Darum bin ich eigentlich überrascht, dass der Christoffersen zuerst auf dem blauen Kurs gefahren ist, mehr als Nummer 3. Oder der Edli McGrath auf dem roten mit der Nummer 4. Das ist mir eigentlich gerade das Rätsel, dass das da so ist. Also.
Es gibt fast mehr Fragezeichen als Antworten. Ja, also bin jetzt schon gerade überrascht. Schon vorher das Nummer 3 rechts. Warum? Das Nummer 3 muss links sein, im Roto. Da ist er ja, sieht man, das Nummer 3 im Blau, oder? Müsste irgendwie im Roten sein. Und das Nummer 4 müsste im Blauen sein. Das ist eben auf der anderen Seite, wenn du 21 Meter Distanz hast, 30 Meter Radius, die kommen mit so viel Druck, mit einem so extrem radikalen Aufkantwinkel, probieren die Ski in die Taillierung zu bekommen. Das ist natürlich klar, das ist so, ja, das ist Energie vorhanden zum Abwinken. Eben die Kratjec und Subcic und die, das sind ja nur richtige Bodybuilder, die da zu fahren kommen. So, jetzt der Reit hat hier Weihnachten. Jetzt mal schauen, ob er Weihnachten anbräut. Okay, dran ist es gestanden, oder? Also. Kein Problem also für Eric Reid. Er wird dieses Rennen als Siebtplatzierter beenden. Rang 8 ist es für Stefan Hagelin. Zwei unterschiedliche Handgestiken gewesen, wo wir langsam vor wie in Italien hier. Hey, das wäre so ein edler Skifahrer. Eieiei, so schlecht Pilot. Ja, da wartet er wirklich auf Reit. Also, so schöne Technik. Einfach nicht vorwärts sein, das Lied. Vielleicht dieses Jahr, hä? 30 Seconds! Wer weiß, mittlerweile auch schon 30-jährig, der Eric Reid. Das hier sein Teamkollege, Trevor Philp. 15 Seconds! Und das hier sein Gegner, Adrian Pertl. Es geht jetzt um die Ränge 5 und 6. Das österreichische Teamergebnis sowieso schon hervorragend mit den Plätzen 1 und 2. Ja, das ist ja da wie Nächte. Genau, heißt auf rotem Kurs bereits mit dem maximalen Vorsprung. Die einzige Schwierigkeit auf Rot, das drittletzte Tor. Da werden Sie mittlerweile auch schon aufmerksam darauf gewesen oder gemacht worden sein. Trevor Philp mit einer Portion Vorsicht da reingefahren und darum ohne Probleme durch. Fünfter Platz für ihn, sechster Platz für Adrian Pertl. So bleiben noch zwei Duelle. Das rein norwegische um Rang 3 und dann das rein österreichische um Rang 1. Unten in dieser Grafik zu sehen, Christoffersen gegen McGrath und Hirschbühl gegen Raschner. Vielleicht hat schon kompensatorische Massnahmen getroffen und um Christoffersen die Wahl gelacht, dass er mitmacht. Genau, wir haben im Klassement bzw. im Reglement etwas herauszufinden versucht, aber nicht herausgefunden, warum der Christoffersen jetzt rechts steht und der Atelier McGrath links. Egal, jetzt geht es um Rang 3, um den Podestplatz hier in Lechzürs zwischen McGrath und eben Christoffersen. Thank you.
McGrath noch immer vorne. Wehrt sich da gegen Christoffersen. Scheint sich erfolgreich zu wehren. Tatsächlich, McGrath fährt aufs Podest. Schlägt seinen Landsmann Henrik Christoffersen. Ja, vielleicht war es der Schnauz. Ja, aufpassen, die Bord nicht festzügen, sonst ist der Schnitzer weg. Jetzt wird im Durchzug stehen. Und was wir ein wenig zu sehen bekommen haben, der Atle Lee McGrath feiert da mit dem norwegischen Team, während Christoffersen sich diesem nicht einmal genähert hat. Ja, wenn wir es jetzt so gehen, müssen wir Christoffersen ein bisschen rühren lassen, weil das ist natürlich schon... Da kommt da schon noch ein Statement von ihm. Oder entweder sagt er, okay, lieber das lassen und... Wie gleich vierte, aber da kommt ja schon ein Statement verschiedener Seiten, da bin ich überzeugt. Da sind wir ziemlich sicher. Und das ist keine gewagte Prognose, wenn man den Henrik Christoffersen kennt. Eine kleine Geschichte gibt es dennoch. Das norwegische Team hat Teamfotos gemacht. Christoffersen ist nicht angereist nach Norwegen, wurde ins Team herein gefotoshoppt. Einfach so von wegen Teamzugehörigkeit. Aber jetzt geht es um das österreichische Team. Jetzt geht es um den Tagessieg hier. Jetzt geht es um das Duell. Dominik Raschner links gegen Christian Hirschbühl rechts. Kann Christian Hirschbühl die 50-Hundertstel wettmachen? Wer feiert seinen ersten Weltcup-Sieg? Hirschbühl ist dran. Es wird eine ultra knappe Entscheidung. Hirschbühl holt sich aber den Sieg. Ich habe es gehofft, dass es nicht so wird, aber es passiert genau das. Es passiert genau das, dass wir auf diesen Emotionen eben bereits thematisieren müssen. Der Hirschbühl hätte im ersten Finallauf einen größeren Rückstand gehabt als die 50 Hundertstel Sekunden. Und damit ist es zwar der erste Weltcup-Sieg für den Vorarlberger bei sich zu Hause. Was für eine schöne Geschichte, aber sie bekommt mit eben diesem Format einen eben fahlen Beigeschmack. Ein Reglementssieg ist das. Es ist das, was wir uns alle nicht erhofft haben. Ja, und zweimal hat er von dem profitiert. Im Christoffersen und im jetzt Halbfinal. Im Finale. Und im Final gegen... Nichts gegen... Super Skifahrer. Gratuliere euch, Beppe Hirschbühl und Papa. Genial, was ihr da machen. Aber. Der 15. der Qualifikation. Auch das eben ein Paradoxum. Müsst machen, jetzt ankran, jetzt müsst ihr raus. Da gibt es nichts zu sagen, Nummer 2 gebodigt. Genau, da waren die Pisten noch in etwa gleich schnell. Da waren die Rückstände, die ja auf dem roten Kurs eingehandelt wurden, noch nicht größer als eine halbe Sekunde. Das also hat er geschafft und so steht er hier in der Mitte und feiert seinen ersten Weltcup-Sieg. Christian Hirschbühl. Atle Lee McGrath steht zum zweiten Mal in seiner Karriere auf dem Podest nach Rang 2 in Alta Badia in einem Spezialriesenslalom. ...21-jährig und ein großer Unterhalter im Ski-Weltcup. Schön ist er zurück nach seiner langen Verletzung. Zweiter und damit auch erstmals auf dem Weltcup-Podest. Der 27-jährige Tiroler Dominik Raschner. Im Final einzig bezwungen von Christian Hirschbühl oder eben vom Modus. Der Sieger heißt Christian Hirschbühl und kommt aus dem Vorarlberg.